Wir trinken ja. Cola. Es gibt auch. Und damit auch herzlich willkommen zu 92 BM. Ich spiele Nuclear Forever mit einem Lauf und Yusuf SM Gespräch. Ja. Der nimmt gerade Hex City auf. Du musst auf. Ja, könnt ihr. Oh, ja. Okay, was war, Kester hat eben. Ja, genau, Thema, ich hatte ein Thema, ne? Jetzt sag. So, es geht los. Du kennst doch bestimmt, wenn Kinder anfangen zu rauchen, ne? No, fuck you! Ach ja, diese coolen Menschen. Oh mein Gott, es laggt! So war ich früher auch einer so. So, der immer so cool war mit im Kindergarten, ne? So weißt du noch, da habe ich richtig viel geraucht und getrunken. Ja, nee, aber diese Menschen, ne? Ich diese Menschen hasse. Ich hasse sie einfach. Wenn ich solche Menschen sehe, ich will ihnen ins Gesicht spucken. Das und danach die noch so richtig so aufmucken. So, Digga, so. Letztens sehe ich so einen Jungen, der ist vielleicht. Oder letztens sehe ich auch so ein Mädchen. Die war irgendwie dritte Klasse oder so. Hatte schon iPhone. War geschminkt. Stand dort so. Und so und schrieb dann so mit ihren Freundinnen, mit ihrer coolen Clique und so einer Handtasche und was weiß ich. Boah, Alter, wie ich diese heutzutage diese Menschen hasse. Tja. Dann sind alles so böse Menschen, du. Was hältst du denn so von den Menschen? Also, ich finde die voll sexy und so, wenn die anfangen zu rauchen und zu kiffen. Die sind voll cool, finde ich. Ich finde die sind eigentlich voll cool. Ja, hat unsere Lehrerin. Gott, unsere Lehrerin, unser alten Spieler auch schon gesagt, dass es richtig cool ist. Wer hat das noch gesagt? Ich glaube, unser Lehrer damals. Wir hatten auch nie einen Lehrer. Wir hatten nur Lehrerin. Klassenlehrer. Ach so. Lehrer, ach so. Ja. Ich glaube, der hat das auch mal gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist dann richtig cool, wenn die mit ihrer Zigarette ankommen, gerade mal 13 Jahre alt sind oder 14 Jahre alt sind. Oha. Also oder ich gegen Raucher, meine Eltern rauchen auch, aber ich finde Rauchen allgemein nicht schlimm, solange man es selbst nicht tut. Also. So, ich verstehe es halt nicht. Ich finde Rauchen an sich schlimm. Meine Mutter hat mal geraucht, die hat aber aufgehört. Ja, so halt, keine Ahnung, mir ist eigentlich scheißegal, also, ob meine Eltern rauchen oder nicht. Auf jeden Fall, also natürlich ist es voll scheiße, wenn man diesen ganzen Rauch, aber ich sitze eh den ganzen Tag am Computer, also ist das eh. Ja, ich hasse diesen Rauch, Alter, ich hasse den. Das ist so schlimm. Ja, und aber wenn dann so kleine Kinder so. Und sich mit einer Zigarette, Jahre. Mit einer Zigarette, das. Okay, ich rauche selten mal Shisha, also richtig, richtig selten. Ja, und nicht so jeden Tag so. Aber das mache ich jetzt auch nicht so im Kurz, sondern einfach nur, weil das lecker ist. So. Yusuf, oh. So ich bin anders. Shisha ist halt was anderes. Aber trotzdem ja. So. Aber ist jetzt auch nicht so gut, aber. Wenn man kifft, ey. Das ist das Allerschlimmste. Wenn kleine Kinder kiffen. Dann sowas sind echt coole Menschen, muss ich leider zugeben. Ja, also ich wundere mich echt, warum wir nicht so cool geworden sind. Ja, finde ich auch sehr eigentlich schade. Doch, wir sind eigentlich noch cooler. Wir trinken ja. Cola. Es gibt ja auch schon Menschen, die trinken, also in unserem Alter ungefähr so. Ja, so Sekt halt, ne? Zu Silvester. Nein, ich meine so jetzt wirklich so trinken. Ja? Ja. Also so wirklich. Es gibt ja auch, ihr kennt sicher, also wenn ihr Facebook habt, dann kennt ihr vielleicht diese Seite Minusmensch, ne? Ja, die kennt jetzt nicht jeder, aber die. Ja, aber die ist schon relativ bekannt auf jeden Fall, wenn ihr die kennt. Dort haben die mal so ein Video gepostet. Da haben so kleine, ich sag mal, die waren 13, 14 Jahre alt, zwei Mädchen haben einfach gekifft und so und gesagt, ja, Chaba und so. Alles Mögliche so halt. Das Video, das kennt wahrscheinlich jeder jetzt, das wurde auch in den Nachrichten und so berichtet. Wie ein Mädchen von so einer, sag ich mal, Clique zusammengeschlagen wurde. Irgendwie sieht das extrem scheiße. Hast du das gesehen? Ja, klar. Haben wir sogar zusammen gesehen. Ach so, ja, das war so extrem schlimm. Das war auch in den Nachrichten. Und dann gab es ja halt noch dieses eine Video. Da waren so irgendwie so mehrere Jungs. Ging auf einen Jungen. Und so, das war auch voll schlimm, fand ich. Die haben dann so aufgemockt. Da hat mir dann so einen Kung-Fu-Tritt gegeben. Das war auch in den Nachrichten. Ja, halt so, was Leute tun, wenn sie. An sich, unsere heutige Jugend ist richtig schlimm.
Zum Beispiel, nehmen wir mal, früher liefen so wunderschöne Sachen im Fernsehen, die jeder geguckt hat, so eine halbe Stunde am Tag kurz und danach sofort wieder rausgehen. Und heute schauen sie sich nur irgendwelche Pornos, Berlin Tag und Nacht Shit an und was weiß ich. Pornos bestimmt. Ich kenne ganz viele. Also ich in meinem Alter gucke jetzt keine. Ja, normal. Man ist noch viel zu jung dafür. Ja, vor allen Dingen, weil sie auch eigentlich ab 18 sind. Ja. Aber an sich früher war man auch den ganzen Tag nur draußen, weil wir haben ja, das mache ich eigentlich immer noch manchmal, Verstecken fangen oder so. Das bringt mir immer noch extrem Spaß, im Park sowas zu spielen. Ne, Kester? Ja. Sorry, ich das mitgemacht, ne? Ja, ne? Ja, ja. Ja, und dann gab es mal so einen Busch, da haben wir uns so versteckt und dann saßen wir irgendwie eine halbe Stunde drin. Das war so ein extrem geiler Busch. Und der Sucher ging an uns 7000 Mal vorbei und hat uns immer noch nicht gesehen. Oh ja, das war nicht geile Zeiten damals. So, keine Ahnung, aber jetzt... Das ist jetzt nicht so lange her, aber trotzdem, ich finde schon schade, was jetzt alles so los ist. Früher war alles geiler. Die Serien, die Filme, die Spiele. Selbst sogar die Videospiele waren früher geiler. Das finde ich jetzt nicht unbedingt so. Doch, heute sind alle Spiele gleich. Einfach nur alle, ja, balla 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 Action. Hier, okay. Blockbuster. Ist das nicht. Früher gab es halt so mal diese Zelda-Spiele, die es heute immer noch gibt, aber die sind nicht mehr so gut. Halt, die Spiele von früher sind halt alle Nintendo schlecht geworden. Zum Beispiel. Das waren die Nintendo-Spiele an sich, die waren früher so extrem geil. Das sag ich dir doch. Pischer. Ach ja. Ach, ich hab ja einen Rucksack. Alter. Oh. Einmal. Ach, der war down. Was hast du denn früher immer so alles eigentlich so für Serien geguckt, die du wirklich immer geguckt hast? So deine Lieblingsserie? Boah, also ganz früher natürlich Teletubbies. Ja. Also nehmen wir so also das Alter 4. So 5, 6. So. Boah, scheiße, Alter. Also damals habe ich halt diese Filme gesehen, König der Löwen und so, Nemo und so, sowas. Der Film hat mich wirklich noch nie so richtig interessiert. Aber diese Pixar-Filme, die schaue ich immer noch übertrieben gerne. Also Nemo, Toy Story oder Oben und so, sind alles so lustige Filme. Ja, und als Serien, weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe immer Disneys große Pause gesehen. Ja, also ob ich das mit 5 oder 4 gesehen habe, das weiß ich nicht. Ja, okay, nehmen wir mal so im Alter so 8. 6, 7 habe ich die auf jeden Fall geguckt. Und dann Typisch Andy habe ich auch geliebt früher. Typisch Andy, genau. Typisch Andy, ja. Andy, Typisch Andy. Und meine Mutter hat den immer gehasst. Sie meint, er ist so freche und so. Er ist okay. Und dann hat er diesen einen Freund, ach, scheiße, hab den Namen vergessen. Okay. Und heute laufen immer noch so eine dumme Serien, so Phineas und Ferb und... Ah ja, aber eine Zeit habe ich dann Phineas und Ferb irgendwie trotzdem geguckt. Keine Ahnung, ich mochte das noch nicht mal wirklich. Ja, es gibt Serien, die mag man gar nicht. Man hasst die eigentlich, man hasst ihr Prinzip, man hasst alles, aber man guckt die. Ich liebe auch Mangas, also ja, Animes. Also ich guck auch gerne die sehr unbekannten Mangas, so Shingeki no Kyojin, also ist schon etwas bekannter. Attack on Titans also. Oder Attack of Titans, weiß ich. Dann zum Beispiel High School of the Dead, Extreme Sky Walla. Ja, das ist vielleicht eine, die ich sogar gucken würde, aber so Yu-Gi-Oh! Die habe ich. Das ist die einzige. Yu-Gi-Oh! War echt geil. Das habe ich als einziges Pokémon geguckt. Ich finde Pokémon war geil, außer. Also die Folgen noch mit diesem einen Typen, der keine Augen hatte. Dieser, der immer nur, deren Augen immer nur geschlossen waren, der auf jedes Mädchen stand. weißt du, wenn ich meine, das ist der Pokémon-Klassiker-Typ, also dieser ganz normale. Ja, okay. Weißt du, wenn ich meine? Ja, der mit den komischen Augen. Geht, ne? So behindert sind die nun nicht. Geht schon. Aber in der Stadt hat sich noch nicht so viel getan. Die andere Stadt ist viel produktiver. Das finde ich voll schade. Oh man, Kester, kauf dir mal mehr ran. Ich will auch, dass du in dieses Projekt kommst. Wie soll ich mir bitte mehr ran kaufen, Alter? Ich hab schon wieder vergessen, ein Textchipback reinzutun. Shit! Bei mir hat das noch nicht mal geklappt. Ich weiß nicht, ob es an meinem PC liegt oder allgemein. Na, Specs hat bei mir nicht funktioniert.
liegt vielleicht in deinem PC oder so, ne? Oder nee, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch nur nicht richtig gecheckt. Typisch Andy. Ja! Typisch Andy, typisch Andy. Andy Larkin. Der hieß so Andy Larkin, oder? Geh bitte raus. Was? Ja, ist mir egal. Ach, der Typ hat sich wieder... wieder gemütet. Ja. Oh mein Gott, meine Schwester. Deine Schwester? Ja. Ja, und heute hören die auch bestimmt so die coolen Menschen auch Schwester Eva. Kennst du die? Nee. Die Frau ist schrecklich. Schau dir mal ein Lied von dir an. Von ihr an. Schwester Eva? Ja, also Schwester, natürlich falsch geschrieben, also Hauptschiffstyle. Ja, also A am Ende. Ja, und mit W. Doch, das ist ja richtig. Ich meine, ja. Also, ja, mit A am Ende. Schwester A. Die Frau ist echt schlimm. Ja. Muss man Lieder von dir anhören. Aber sowas hören ja auch nur die coolen Menschen heutzutage an. Ja, Babus hier am Ende. Ja, du Babus, Babus. So, an unserer Schule ist halt auch so, dass halt so generell, also ich habe echt nichts gegen Türken und so, aber es gibt halt an unserer Schule Leute, also Türken, die sind echt richtig asozial. Sogar in der fünften Klasse, in der fucking fünften Klasse sind die so asozial. Was ich hier aber schlimm finde, ich war auch mal so bestimmt, diese Handen so, letzten, da waren so etwas jüngere, also ich glaube, 5. Klasse oder so. Er heißt Hans und lachen sich zuerst todeschlapp, Alter. Ja, komm, das die lachen auch sich. Gemacht, aber ja, haben wir auch. Aber weil so, ja, wie sowas regt man dich auch. Oh. Boah, Digga, Schwester Eva. Das Beste. Ich hasse diese Frau. Alter. Oh Junge, was geht denn bei dir ab, Alter? Fährt ein Zug lang oder was? Nein, da guckt mein Bruder sich gerade ein Video an, wo wir auf einer Autobahn sind. Ah, ich merke das schon irgendwie. Aber ich wundere ja. Meine Schwester ja. Kam gerade eben rein und sagte so, du willst Zuckerstangen oder was? Ich habe dir jetzt extra welche mitgenommen. Ist doch freundlich. Total. Na, wenn die Zuckerstangen geben... Kommt rein, ey, Junge, Dicker. Ey, Junge. Aber deine Schwester wird auch lange zu so einer einen, ne, die sich so krass fühlt, oder? Ja, Mann. Aber das ist nichts Neues. Vielleicht baue ich dann hier noch so etwas. Nichts Neues bei der. Alter, wie schlecht ich gerade bin. Das ist unglaublich. Kessel, du bist immer schlecht. Normalerweise ist es jetzt immer positiv. Jetzt bin ich ja im Headglitchen. Oh, ich hasse das, wenn Menschen so, ja, ich bin gerade positiv in COD sagen und so weiter. Ich hasse sowas. Keine Ahnung. Du rauschst gerade ein bisschen, oder staubt, sagt jemand bei dir? Nee. Dann rauschst du. Ja, keine Ahnung. Du Rauscher. Aha. Ja, grüß dich. Ich hab Angst, dass ich gleich hier wieder verreck. Verreck doch, keiner mag dich. Oh. Genau! Werf doch genau da die Granate hin, wo ich stehe. Finde ich auch, Kester, finde ich auch. Also so. Was hast du noch so für ein Thema? Oh, keine Ahnung. Also mein Video ist ja auch gleich schon zu Ende. Meins auch gleich. Wie lange ist dein schon? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt nicht extra aufs Blickups raus und guck das. Doch. Dann hol dir den verdammten zweiten Bildschirm. Mhm. It's a no-go, ey. Pokodomene, Alter.
Ich hab das hier falsch gebaut. Ich will mich jetzt töten. Weil ich das falsch gebaut habe. Jetzt. Ach da, von dort kommt das Wasser. Der Kessler sieht aus wie eine Kuh. Dann macht er Mu und geht zum Schuh. Und holt sich ein Buh. Und der Kuh hat sich gar nicht gerannt. Was? Gar nicht gerannt. Ah. Monika. Weiß ich auch krass finde, wie sich auch Leute so krass in der Stadt immer umarmen, ne? Immer, ach so. Eher so Jungs, oh, Leute. Schätzchen! Genau. Okay, ich mach jetzt einfach Schluss. Yusuf macht vielleicht ein bisschen weiter und ciao bis zum nächsten Mal. Ciao bis nächsten Mal.